Hallo liebe Minicamper und Reisefreunde, heute hat mich der Wind nach Prag geweht. Ausgangspunkt meiner Stadttour ist ein kleiner, allerdings sehr einfach gehaltener Campingplatz, ca. 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Dieses Mal bin ich nicht mit dem Radl unterwegs, sondern mit meinem E-Scooter über eine futuristische Brücke geht's Richtung Altstadt. Prag, auch bekannt als die Goldene Stadt, ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik und eine der schönsten Städte Europas. Es ging vorbei an der kleinen Kirmes, ich muss schon sagen, ja, mit sehr altertümlichen, für uns Verhältnisse Fahrgeschäfte. Der Weg die Altstadt führte mich auch durch einen wunderschönen Park. Vor dem Planetarium steht doch glatt die Landefähre. Aber nicht am Mond, sondern in Prag. Eine Fahrt auf dem Schleuderstuhl ersparen wir. Auf meiner Tour durch Prag bin ich ja am Technikmuseum vorbeigekommen. E-Scooter stehen jede Menge umeinander. Obwohl, es ist nicht immer schön, gell? Weil Prag die Stadt des Kopfsteinpflasters ist. Ja, von herum hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Es ist die Altstadt im Hintergrund. Und auf der Terrasse sitzen die Touristen in der Sonne und genießen den Ausblick. Ja, da geht's ganz schön zu. Ich sollte vielleicht erzählen, dass die Bezeichnung Goldene Stadt, die stammt also von den goldenen Dächern und Türmen, die das historische Stadtzentrum zieren, ja, und bei Sonnenuntergang ein beeindruckendes Bild abgeben. Ja, in Prag ist nicht bloß in der Stadt was los, sondern am Wasser ist auch eine Menge Betrieb. Ich darf sagen, Hunderte von Schifferln fahren da den ganzen Tag umeinander. Da sind also kleine Hausboote unterwegs. Ja, am Ufer waren natürlich jede Menge Ausflugsschifferl verankert und als Matrosen verkleidetes Personal haben sie um Fahrgäste bemüht. Aber da ist mit den Touristen schon was gegangen. Nicht bloß beim Schifferlfahren, sondern auch mit Kutschen, mit offenen Taxis und auch Stadtbesichtigungen, die auch in größeren Gruppen mit dem Fahrrad durchgeführt wurden. Ja, das ist jetzt der ultimative Treffpunkt für alle Touristen, die Karlsbrücke. Der Wahnsinn, was sich da Leute über die Brücke schieben. Ja, das ist natürlich das Highlight, gell? Hier an der Karlsbrücke. Die Karlsbrücke ist also eine historische Steinbrücke, die die Moldau überquert. Sie wurde im 14. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Brücke ist etwa 520 Meter lang und wird von beeindruckenden Radmuren gesäumt. Es ist ja klar, dass die Brücke ein ganz beliebter Ort für Spaziergänge ist. Sie bietet eine
atemberaubende Aussicht auch auf die Prager Burg und die Altstadt. Ja, ein Meer von kleinen Bötchen sind da auf der Moldau unterwegs. Ja, bei herrlichem Sonnenschein heute. Ja, Prag ist auch ein kulturelles Zentrum mit Theatern, Museen, ja, und einer blühenden Kunstszene. Die Stadt ist nicht nur historisch faszinierend, sondern auch für seine charmante Atmosphäre und Gastfreundschaft bekannt. Ja, hier treffen sich die Schönen wohl aus der ganzen Welt, um die heiligen Figuren zu streicheln und anzufassen. Ja, die Stadt ist auch für ihre romantische Atmosphäre, ihre pulsierende Kultur, ihre Kunstszene und ihre erstklassige Bierkultur bekannt. Prag hat ja auch eine reiche Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Die Stadt war einst die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches und des Königreichs Böhmen. Es hat schon Spaß gemacht, durch die Stadt zu bummeln. Ja, Straßencafés gibt es natürlich überall. Aber wie gesagt, Touristen ohne Ende. Es gibt aber so viele schöne, lauschige Ecken, die noch ein bisschen ruhiger sind. Wieder so ein Netzstraßencafé. Und so nette kleine Geschäfte für Schmuck, Spitzen, Stickereien. Das ist die St. Niklas Kirche. Die Barockkirche, die stammt aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Ein kleines Brauhaus. Ja, Prag ist offensichtlich die Stadt der E-Scooter. Da bin ich ja voll im Trend. Ja, neben den E-Scootern hat man auch Fahrräder mieten können. Da waren auch etliche Touristen damit unterwegs. Hier ist also das Parlament und der Senat der Tschechischen Republik untergebracht. Jetzt bin ich also im Garten des Tschechischen Senats. War natürlich eine ganz gepflegte Anlage und auch von den Touristen entsprechend stark frequentiert. Ja, dieses Bauwerk hat ein bisschen eine eigenwillige, ja, Struktur bekommen. Ja, wo gesungen wird, da lass dich nieder. Jetzt weiß man doch, dass die Tschechen ein sehr musikalisches Völkchen sind.
Bis es dunkel geworden ist, hat es nur einen regen Bootsverkehr auf der Moldau gegeben. Trotz schön war's. Ja, guten Morgen, liebe Minicamper. Es war eine ruhige Nacht, da war ich am Campingplatz in Prag. War fantastisch, ganz ruhig. Jetzt stecke ich natürlich noch im Morgenchaos, aber dieser gordische Knoten wird jetzt gleich aufgelöst und dann packe ich wieder meinen Scooter und fahre wieder in die Innenstadt und schaue mir das Leben und Treiben dort an. Kommt wieder mit. Ja, heute in der Früh gibt es einen Kuchen. Aufgeräumt habe ich jetzt schon ein bisschen. Ein bisschen abspülen. Und dann geht's auf. Mein Scooter liegt auch schon da. Hat mir gestern gute Dienste erwiesen. Fahrt mit einer Akkufüllung 65 Kilometer weit. Das war gestern also ein bisschen über 20. Ja, da kann ich heute noch mal eine schöne Tour machen. Und ja, am Abend stecke ich nochmal an. Ja, ich muss, wenn ich in die Stadt will, über einen Berg. Und der ist ganz schön heftig. Aber mit meinem Scooter geht das prima. Ja, jetzt bin ich wieder mittendrin im Tourismus. Naja, ich bin ja auch Tourist. Aber hier sieht man jetzt das Wahrzeichen der Stadt, die Hainkirche aus dem 14. Jahrhundert. Ja, die Kirche ist der Jungfrau Maria von Thayen geweiht. Ist eine barocke Kirche. Interessant sind ja die Stadtführungen per Fahrrad. Da sieht man ja jede Menge. Ja, diese Menschenansammlungen sind so bombastisch. Ja, in dem Fall ist ja nachvollziehbar. Die stehen alle vor dieser berühmten Uhr. Ja, das ist die Rathausuhr. Alle Stunden sind da die 12 Apostel zu sehen. Und schon bewegt sich die Masse wieder weiter. Ja, da geht es um ganz malerische Gassen. Ja, und überall sitzt natürlich auch Bettler rum. Ja, die Tschechen, die haben weniger Asylanten, aber dafür mehr Obdachlose. Ja, sind das nicht malerische Gasserler, ein Netzplatzerl, wirklich wunderbar. Und lauter so kleine Geschäfterler, das war wirklich fantastisch. Ja, da sieht man jetzt wieder die berühmte Steinbrücke, die Karlsbrücke, die die Altstadt und die Kleinseite verbindet. Ja, man hat es gesehen mit vielen Straßen und Unterhaltungskünstlern. Ja, da im Hintergrund, da sieht man also den Veitsdom, Kathedrale. Da muss ich jetzt hin.
Ja, ich schmeide einfach in den Trubel rein und renne durch die Stadt und schaue mir alles so, was da so vor die Linse kommt. Die Kirchen und so weiter, da gehe ich gar nicht rein. Das sind ja Menschenmassen, das tun wir nicht auf. Ich schaue mir alles von außen an. Ja, wenn ich jetzt rüber will zur Kathedrale, dann muss ich mich jetzt wieder über die Karlsbrücke zwängen. Jetzt bin ich auf der Prager Burg. Die Burg ist seit über 1000 Jahren eines der bedeutendsten Symbole des tschechischen Staates. Gegründet im 9. Jahrhundert wurde sie zum ständigen Sitz der tschechischen Herrscher und zuletzt auch der Präsidenten. Große Wachablösung findet seit 1990 täglich um Punkt 12 Uhr auf dem Ehrenplatz statt. Auf dem Gelände der Prager Burg ist die größte Kirche in Tschechien. Das ist schon sehr beeindruckend alles. Aber die Touristen und eine ordentliche Polizeipräsenz. Da ist ja klar, Regierungsgebäude, gell? Ja, da vor der Kathedrale, da ist natürlich die Menge los. Gell. An der Kathedrale, da stehe ich natürlich lange noch. Ja, das tun wir nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein gotischer Dom. Erinnert mich fast an den Regensburger Dom. Ja, die Touristen kommen aus aller Welt, gell? Aber es sind auffallend viele Asiaten da. Man wird also von den Menschenströmen richtig gern mitgerissen. Das ist nochmal ein Blick vom Burgberg auf die Altstadt. Ja, zum Veitsturm kann ich nur sagen, der Bau begann im 14. Jahrhundert und erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte. Da hat Herr Roma am Burgberg, da wird sogar ein Wein angebaut. Gastronomische Betriebe gab es da herum kaum. Die Touristen haben sich eher am Park erfreut. Es ist schon eine wunderbare Kulisse da herum. Ja, wenn aber nicht so viele Touristen da warten, gell. Ja, liebe Freunde, hier an der Wildwasserstrecke an der Moldau beende ich mein Video.
Ich darf mich natürlich über Daumen nach oben sehr freuen, wenn euch meine Tour durch Prag gefallen hat. Für morgen geht's weiter. Wohin, weiß ich noch nicht. Schreibt's was in die Kommentare. Gibt's vielleicht auch ein Abo. Servus, bis zum nächsten Mal.